Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Uhrmacher Werkzeug erklärt. Heute stelle ich Ihnen mal ein Werkzeug aus meiner Lehrzeit vor. Und zwar geht es um dieses interessante Gebilde. Sehen Sie hier mit so einem Holzgriff, Stiel, so eine Art Feder aus Messing, zwei Füßchen, unten ein bisschen rußig. Das ist ein sogenannter Ankerkorrektor. Das habe ich in der Lehrzeit gebaut. Hier sehen Sie drei Bohrungen in verschiedenen Durchmessern. Ganz, ganz, ganz schwach schimmert hier noch die Gravur durch. Glashütte, Penitsche, ja, 2000 irgendwas. Das ist die Gravur aus meiner Lehrzeit gewesen. War eine interessante, ja, Lehrarbeit. Ich habe den dann noch umgearbeitet. Hier sind sonst solche eckigen Kanten. Ich habe den hier so einen Radius rangefeilt. Das fand ich schöner. Irgendwann habe ich mich auch mal leider auf das Werkzeug draufgesetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommen konnte und musste diesen ganzen Stiel mit dem Griff neu anfertigen. Der Griff ist irgendwie jetzt von einem Handstichel. In der Lehrzeit mussten wir dazu aus PVC ja so eine Art Griff herstellen. Ich finde das so viel schöner, sieht ein bisschen altmodischer aus. Passt mir besser. Für was ist das? Ist ganz einfach erklärt. Die Ankerpaletten von so einem ganz kleinen Anker. Hier jetzt mal ein Anker von einem Unitas, also ETA 6497 oder 6498. Da sind die Paletten, die Ankerpaletten, mit Shellack eingelackt. Also man hat dann entsprechend die richtige Eingriffstiefe eingestellt. Die Klauen von dem Anker, die sind sehr fest, die umschließen fest die Ankerpalette. Man kann dann den Gang also ganz genau einstellen, entsprechend die Höhe so einstellen, dass es alles wunderbar funktioniert, dass nicht auf Hebung zum Beispiel fällt, also nicht einfach durchbrasselt, jetzt mal einfach erklärt. Und danach muss das Ganze aber auch fixiert werden. Und das macht man mit dem Einlacken. Und damit ich eben halt ja so ein bisschen ja, das jetzt nicht einfach so lose auf ein Stückchen Messing aufzulegen habe, während ich das warm mache und vielleicht noch einstelle oder hin und her schiebe, gibt es halt diese messingartige Feder hier, die mir das Ganze festmacht. Ein bisschen den Anker hält. Und dann kann ich das Ganze ganz vorsichtig, Stück für Stück mit so einem Spiritusbrenner. Ich habe jetzt hier so einen ganz, ganz alten aus Glas, nicht, wo man dann den Spiritus einführt. Oh, der hat hier einen Riss, sehe ich gerade. Aber der geht noch. Und dann kann man das vorsichtig erwärmen und den Shellack hier und hier drumherum aufwärmen und rumherum fließen lassen. Und dann hat man die Paletten eingelackt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel verschiedene Versionen für auch an Namen. Es gibt auch, manche nennen das Ankerbänkchen, Ankerkorrektor, sagen die Leute in Glashütte dazu. Einlackhilfe habe ich auch schon gehört. Ankerbank habe ich auch schon mal gehört. Dann gibt es auch einfach nur so eine Holz, ja, Holzviereck mit ein paar Bohrungen und so einem Stiel und fertig, ohne Fixierung. Oder sehr, sehr aufwendig mit einem System wie einer Wäscheklammer, die dann vorne geschlitzt ist. Das gab es sogar auch mal industriell gefertigt zu kaufen. Aber hier habe ich Ihnen einfach mal die Version gezeigt, die ich in meiner Lehrzeit gebaut habe. Das gute Stück ist jetzt 12, 13 Jahre alt. Oh Gott, ich komme mir gerade sehr, sehr, sehr alt vor. In diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.